Okay. Da geht der Hintergrund, meine Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie in dem anderen Video schon erzählt, machen wir heute nochmal eine andere Kombi. Wir haben jetzt drei Videos, werden wir heute aufnehmen. Mit Ryan Duncan wieder. Machen wir Start, das geht, Digga. Wir werden jetzt heute eine ganz geile Technik erklären, Freunde. Ihr werdet sehen, wenn ihr euch meine Spanien-Videos angeguckt habt oder auch die Kämpfe, dass ich immer sehr, sehr gerne den Leberhaken schlage, Freunde. Und den wollen wir euch heute mal erklären. Ich habe auf Dareks Kanal, haben wir jetzt, wird er irgendwann in nächster Zukunft, oder er hat es vielleicht schon, ich weiß jetzt nicht, wann ich das jetzt hochlade, aber irgendwann. Digga, immer diese Zukunftsgedanken so, ne? Man weiß ja gar nicht, Digga, ist das schon passiert oder noch nicht. Auf jeden Fall habe ich da zum Beispiel eine ganz geile Kombi erklärt, wo ich auch zur Leber schlage. Da habe ich den Leberhaken auch ein bisschen erklärt, aber. Wir wollen das heute noch mal ein bisschen genauer machen, Freunde. Checkt auf jeden Fall da weg ab. Und das erste Link in der Videobeschreibung. Und dann erkläre ich euch heute noch mal, wie ihr den Leberhaken schlagt. Also, folgendermaßen. Wichtig ist es beim Leberhaken, ja, dass wir. Mach mal kurz die Arme hoch. Also, genau. Also, wichtig ist es beim Leberhaken, dass wir die Energie des Schlages nach vorne bringen. Ja? Ich kann die Hand so machen und kann hier nach vorne schlagen. Das ist dann wie so ein Aufwärtshaken zum Kopf, nur zum Körper. Oder ich lasse meine Hand so und ich schlage so ein bisschen von der Seite. Den finde ich immer ganz geil, wenn die Leute ihren Ellbogen davor haben, kommt man so immer dahinter. Das heißt, man trifft so ein bisschen die Leber noch seitlich. Ja? Wenn er den Ellbogen jetzt davor hat und ich schlage so, treffe ich meistens nicht. Dann muss ich so ein bisschen hinten rum. Wichtig ist nur, dass die Energie des Schlages dann nicht hier hingeht, dass ich hier abrutsche. Ja? Sondern dass ich trotzdem die Energie des Schlages boom, hier nach vorne bringe. Also ob ich jetzt so schlage oder so, ist eigentlich ziemlich egal. Hauptsache ich bringe die Energie nach vorne. Ja? Versucht, hier die Schulter vor so ein bisschen reinzuziehen. Egal ob ihr eine Kombi vorschlagt oder sonst was. Ich stehe stabil auf dem Bein, ich ziehe meine Schulter so ein bisschen vor. Und jetzt schau mal, durch diese Gegenbewegung, die Schulter ist jetzt vorne. Ja? Ich habe meine Hände trotzdem oben, ich gucke dahin, wo ich hinschlagen will. Oder ich gucke ihn an. Wie gesagt, am Anfang hilft es halt, wenn man da nochmal hinguckt. Ich ziehe die Schulter vor, ich habe meine Hände oben und jetzt aus dieser Gegenbewegung boom, schlage ich zum Körper. Versteht ihr? Die Schulter ist vorne, jetzt ziehe ich die nach hinten und die nach vorne und schlage zum Körper. Und wichtig ist auch da, ich nehme meinen ganzen Körper wieder mit. Ja? Ich höre hier nicht auf, ich stoppe. Ich mache nicht so, sondern ich gehe boom, durch. Versteht ihr? Das könnt ihr auch euch nochmal angucken in dem Mentalvideo, was ich erklärt habe. Das ist bei jedem Schlag so. Ja? Und dann, wie gesagt, könnt ihr halt variieren, ob ihr so zum Körper geht oder ob ihr so zum Körper geht. Wichtig ist, stabil den Körper mitdrehen. Schulter vor und dann schlagen wir zum Körper. Also die Rotation bringt nachher die Geschwindigkeit. Umso schneller ihr die Schulter vor und zurück bringt, umso härter ist dann auch der Leberhaken. Ach so, genau, das wollte ich erklären. Lasst die Hand locker. Schaut mal, Freunde, wollen wir den Deckel drauflegen? Wichtig ist, dass ich habe meine Hand zu, aber mein ganzer Arm ist locker, denn sonst passiert das. Sowas hier. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr den Arm steif lasst und ihr nehmt irgendwie die Schulter mit, dann passiert sowas hier. Ja, oder ihr schlagt einfach nur so. Versucht den Arm wirklich locker zu lassen. Schaut mal, ich mache jetzt Folgendes. Ich ziehe die Schulter hier hin und von hier kann ich jetzt meinen Arm, ich mache meine Faust locker zu, aber mein Arm ist ganz locker, ja? Dadurch kommt dann auch der Schwung. Das ist ganz wichtig, dass ihr hier nicht irgendwie so schlagt, sondern die Lockerheit im Arm, das ist ganz wichtig und achtet darauf, dass ihr, wenn ihr euch eindreht, ja, dass ihr nicht hier rüber kippt. Ich habe das ganz oft gesehen jetzt in meinen Anfängerkursen beim Boxen, dass die Leute extreme Schwierigkeiten damit haben, die Schulter hier nach vorne zu bringen. Macht es auch nicht zu extrem, also ihr müsst nicht so machen. Kein Spaß. Ja, kein Spaß, Digga, wirklich. Einige Leute wirklich so richtig weit rein und gucken dann auch dahin, drehen sich dann wieder um. Leute, auf gar keinen Fall. Ihr guckt die ganze Zeit dahin, ihr zieht die Schulter vor. Ja? Das ist nur zum Verdeutlichen, wirklich diese Schulter hier vorzuziehen. Aber macht es nicht zu viel. Ja? Nur ein bisschen. Und dann zum Körper. Dabei lasst ihr den Arm locker. Und wichtig ist, dass ihr auch nicht hier runter geht oder dass ihr euch hier nach vorne lehnt, sondern wirklich nur, ich bleibe gerade, mein Oberkörper bleibt an der gleichen Stelle. Ich drehe nur hier rüber. Und schlag dann zum Körper. Nicht rüberlehnen, nicht nach vorne lehnen oder sonst irgendwas. Nur so ein bisschen die Schulter hier hin. Und mein Blick bleibt die ganze Zeit bei ihm. Ich drehe mich bitte nicht weg. Okay? So kann man das Ganze natürlich am Partner üben.
Am Samstag natürlich auch, könnt ihr euch hinstellen. Okay, wo ist hier ungefähr meine Leber? Alles klar, kann ich mich hinstellen und hier zum Körperschlag oder so. Ja, das können wir natürlich dann am Samstag alles trainieren oder wir trainieren das am Mann. Füße aufs Hinschlag, so zum Körper. Ja, und ihr seht, ich gehe nicht zu viel mit meiner Schulter rein. Seht ihr hier? Ja, und wichtig ist die Energie nach vorne. Nicht dieses Anhalten. Ich mache nicht. Sondern ich bleibe genauso locker, aber ich gehe durch. Ja? Das ist halt wichtig. Okay? Ihr könnt dann variieren, ne? ob ihr den Kurzschlag, ob ihr wirklich die Schulter, weil es gibt halt Situationen, da braucht ihr das nicht. Da müsst ihr nicht komplett eindrehen. Ja? Da könnt ihr auch mal 1-2 schlagen zum Körper. Wenn er die ganze Zeit so steht, ja, und ich treffe die ganze Zeit hier seinen scheiß Ellbogen, ja, dann mache ich Folgendes. Ich stelle mich hier hin und dann könnt ihr hier, boom, hinten, so ein bisschen hinter den Ellbogen reinschlagen. Ist da wirklich gut gedeckt und ihr denkt, Digga, ich komme da nicht rum, ja? Dann werdet ihr sehen, dass ich das im Sprung auch sehr, sehr oft mache. Ich schlage ihn hier so ein bisschen an und dann schlage ich. Eins, boom. Ja, das ist viel aus der Hand und das habe ich auch in dem Video mit Darek erklärt. Das ist dieses 1-2, ja? Ich ziehe seine Hand so ein bisschen nach vorne und treffe dann die Leber. Okay Leute, da ich jetzt gerade am Fußtisch war, ganz kurz vorne. Also mir ist halt nur wichtig, dass ihr jetzt die Kombis, die ich euch zeige, das sind so Dinge, die habe ich einfach gemerkt, die funktionieren für mich halt super. Das muss aber nicht sein, also das ist nicht das Nonplusultra, versteht ihr? Wenn euch jemand anderes was anderes erzählt, dann kann das genauso stimmen. Wisst ihr, was ich meine? Ich lerne auch immer noch dazu. Es kann sein, dass ich in 3 Jahren sage, ey, das und das ist super, aber das ist noch geiler jetzt, versteht ihr? Also es geht immer noch mehr. Das ist halt nicht, dass ihr jetzt sagt, ja, nee, Maurice hat gesagt, wir nur so geht das und wir machen es nicht anders. Versteht ihr das, meine? Also seid offen, dass ihr noch, ja, auch noch andere Sachen mitnehmen könnt. Versteht ihr? Nehmt das gerne mit, wenn es euch hilft, aber seid trotzdem offen und denkt, also nicht so nach dem Motto, ey, nur das ist jetzt richtig, alles andere ist falsch, auf gar keinen Fall, ja? Das wollte ich nur nochmal mitgeben. Ja, ich denke, das sind so die Tipps, die ich euch zum Leberhaken mitgeben kann, Freunde. Ansonsten, wie gesagt, schön stabil auf den Beinen stehen. Lasst die Hand locker, ja, umso lockerer ihr seid, umso härter kommen die Schläge und umso geiler trifft das. Ich will jetzt auch nicht zu viel labern, ich denke mal, das waren alle wichtigen Informationen. Ansonsten, wie gesagt, checkt die anderen Videos aus, checkt Dareks Video aus, das ist der erste Link in der Videobeschreibung, ansonsten habe ich das jetzt schon 5-mal gesagt. Würde ich sagen, ja, machen wir noch ein Video jetzt, nehmen wir gleich auf, Digga, und dann sind wir am Start, Alter, schon richtig Bock. Wie gesagt, wenn ihr nächsten Tag mehr Videos mit Ryan Duke kommen, richtig Bock drauf, Alter, Digga, was gut. Lass mal, wir müssen mal so ein Fake-Dings machen, weißt du? So ein Tutorial, so ein Video, wie man nicht kämpft. Genau. Schläge, genau. Wie man nicht ausholt. Ja, genau. Ah! Leute, wenn ihr so eine Scheiße sehen wollt, dann lasst uns mal lassen, like da. Die Augen schließen. Die Augen schließen, auf den Boden gucken. Den Gegner vor Schieb eintreten. Hey, guck mal, fahr. Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen behindert. Also, Freunde, das soll es mit dem Video gewesen sein für heute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Ciao. So nice, dieses Outro. Dead Outro, Digga.